Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. So, gestern haben wir es ausgelassen, heute machen wir dort den Anfang in England. So, ich hatte jetzt den Kommentar bekommen, dass ich doch auch auf den Frederiksburger warten kann. Ich glaube aber tatsächlich, dass der Frederiksburger nicht als legendäres reinkommen wird, da es keinen mystischen Frederiksburger gibt. Leider. Das ist das, weshalb ich so ein bisschen, ja, weshalb ich leider nicht damit rechne, dass der als legendäre Variante reinkommt. Und deswegen, ja, wahrscheinlich ist es deswegen eher uninteressant für mich, auf den zu warten, auch wenn ich den an sich sehr, sehr cool finde. Und momentan tatsächlich auch der Frederiksburger mein bestes Pferd im Stall ist, weil ich, oh, das wollte ich ja noch gar nicht. Lalalala. Weil ich momentan einfach, beziehungsweise zuletzt, bei diesem Event, es war Gelbe Rosen, ne? Oh, wir haben ja noch ein Geschenk. Beziehungsweise ist abgeschlossen, 2000 Münzen einzusammeln. Da habe ich das Pferd einfach verbessert, da habe ich das aufgewertet. Und ich denke mal, dass das mit daran lag, dass das mit mein Bestes ist. Dass das ist mein Bestes ist. So. Ich öffne wieder alle Geschenke. Und diesmal sind 1800 Münzen drin. Yay! Und ich war ein Stallbursche. Eumona hat mich geaddet. Oh, ihr habt gezüchtet. Und, habe ich sonst noch irgendwas? Neue Jagdrennsaison. Ich glaube, das ist jetzt alles eher dann unwichtig. Nö. So. Gut. Dann gehen wir jetzt heute schon mal ein bisschen früher nach Deutschland. Ich muss ja auch sagen, ich bin sehr gespannt, was nach den nächsten dann für Pferde reinkommen. Das wird ja dann wieder sehr, sehr... Ja, es ist wirklich schwierig, finde ich persönlich, innerhalb einer Periode diese Teile reinzubekommen, die man da braucht, diese Steine. Oh, schade, diesmal nur Münzen. Aber man kann sich natürlich schon im Vorfeld ein bisschen helfen, indem man guckt, okay, was kommt rein? Könnte das eventuell interessant für mich sein? Welches davon wird wohl welche Seltenheitsstufe haben? Und dass man dann sich schon mal so ein bisschen überlegt, okay, was könnte ich mir eventuell züchten? Und dass man damit dann schon mal im Vorfeld anfängt. Ich glaube, das ist relativ, ist eine ganz gute Idee, wenn man das so macht. Und ich werde auch schauen, dass ich das in Zukunft immer so mache. So, da hinten ist es schon dran. Wir könnten mal gerade das Quiz machen. So, welche dieser Rassen können im Spiel eine silberne Mähne haben? Haflinger, Selfrancais und Canadian. Ja, Haflinger. Wie viele wilde Pferdeherden gibt es in Montana? 3, 1, 5. Oh Gott, 3? Okay, nur eine. Wenn jemand von einer Pferdeoper spricht, was meint er dann? Ein verrücktes Drama, einen Western oder grauenvolle Musik? Das ist ein Western. Katzenmusik ist grauenvolle Musik, sagt man immer. Katzenjammer. So. Das hat ja leider nicht geklappt mit unserem... Mit dem Rocky Mountain unserer Wahl. Verkaufe ein Pferd haben wir abgeschlossen. Na, das ist doch supi. Ich würde auch, glaube ich, heute diese... Dieses Beschleunigen würde ich auch, glaube ich, heute bei den Rocky Mountains machen. So. 18%. Wir versuchen es einfach mal. Und es wird leider nichts. Okay. Ach, ich kann noch nicht wieder beschleunigen. Das ist noch zu kurzfristig. Es ist noch so kurz her, dass ich das letzte Mal gemacht habe. Okay, gut. Baldi ist Level 12 geworden. Dann können wir hier mal ein bisschen was einsammeln. Ich werde heute sehr wahrscheinlich nicht mehr Level 35 schaffen. 12 Diamantchens. Aber so lange wird es auch nicht mehr dauern, bis ich 35 werde, was natürlich sehr, sehr nice ist. Dann kann ich nämlich endlich... zwei neue Boxen dazu bauen. Eine in Deutschland, die letzte, glaube ich, und in England noch eine weitere. Was natürlich sehr, sehr cool ist. 30.803 haben wir und 33.104 brauche ich. Das heißt, ich brauche keine 3.000 mehr. Das ist cool. Also ich sollte heute auf jeden Fall mal schauen, dass ich noch so viel geerntet bekomme wie irgendwie möglich. Ja, da ist es wieder abgestürzt. Das ist eben, wie gesagt, genau der Grund für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, warum ich meine Pferde so selten füttere, weil da leider sich ganz, ganz oft Bluestacks bei aufhängt. Und mein Handy, das ist, boah, ich bin eine Minute drin und dann ist sofort die App schließt sich instant.
Da haben leider seit dem letzten Update wohl einige Probleme mit, habe ich im App Store gelesen. Die Bewertungen sind da doch recht negativ geworden deswegen. Was natürlich schade ist. Ich hoffe, das wird schnell behoben, dieses Problem. So, weil ganz oft will ich mich auch einfach nur eben schnell einloggen, einfach um den Daily Login Reward zu bekommen. Und manchmal zählt das dann einfach nicht und dann kann ich die Diamanten nicht einsammeln. So. Ich könnte mir auch direkt mal noch direkte Mangen auf die Wiese schicken. Mhm. Gut. Dann haben wir hier eigentlich soweit alles fertig. Ja, hier bin ich immer noch am rum. Aktualisierung? Was ist das denn? Baumhausmarkt. Stufe 5. Okay. Englisches Vollblut. Aha. Mhm. Das heißt also, das ist ein weiterer Pferdemarkt quasi, wenn ich das hier freigeschaltet hätte. Ja, muss ich mal schauen. Wie viel Zeit habe ich denn dafür noch? Oder ist das generell... Ja, nee, wird nicht. Das ist nicht, wird nicht durchgehend funktionieren. Wie lang ist denn das noch? Weiß ich nicht. Vielleicht ist das auch noch diese 6 Tage lang. Ich muss mal gucken. Ich muss mal gucken. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal weiter nach Frankreich. Und machen da mit den Aufgaben weiter. Mal schauen, was uns da noch erwartet. Was heißt mit den Aufgaben weiter? Wir spielen halt weiter, aber irgendwie lädt es gerade nicht. Ich glaube, mein BlueStacks hat sich gerade aufgehangen. Ja, mein BlueStacks hat sich aufgehangen. Das heißt, ich muss einen kleinen Cut machen und wir sehen uns gleich wieder. So, und da bin ich auch wieder zurück. Wir sind jetzt in Frankreich. Das Spiel einmal fix neu gestartet. Huch, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte hier die Münzen wollte ich noch einsammeln. So. Oh! Diamant. Wir haben hier schon lange keine von diesen Schleifen mehr rausbekommen. Sagt mir jetzt bloß nicht das Event. Ja, es kann ja nicht vorbei sein. Hier oben ist ja noch das Baumhaus. Das könnte ja nur dann vorbei sein, wenn das Baumhaus oben schon weg ist. Und das ist ja noch da. Hm. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Okay, was kann ich jetzt hier noch einsammeln? Kirschen kann ich noch... Ich meine, verkaufen. Ja, rein theoretisch, so. Zack, zack. Zack, dann kann ich den Honig noch verkaufen. Einsammeln und direkt wieder verkaufen. Direkt wieder Platz machen in der Scheune hier, so. Wunderbar. So, weil den brauchen wir eigentlich momentan eh so gut wie gar nicht. Verkaufe ich das lieber direkt weiter. So. Bei Angel können wir mal ausmisten. Bringt uns immerhin auch ein bisschen Erfahrungspunkte. Das Ausmisten kostet zwar immer, aber ich sag mal so, wenn man die Münzen hat, dann kann man das Ausmisten auch mitnehmen. Wie gesagt, das bringt ja alles Erfahrungspunkte für Pferd und Reiter. Das ist dann auch schon ganz angenehm. So, von diesen Gemüsewraps, da müsst ihr eigentlich auch noch was haben. Oh, wir sind Level 12 geworden. Und er könnte seine Geschwindigkeit ein bisschen aufwerten. Das wäre doch mal ganz schick. Macht er aber nicht. 5 Möhrenmuffins gibt es stattdessen. Genau, und diese Gemüsetaschen, die haben wir. Was ist das? Ist das unten Mais? Ich finde, das sieht aus wie ein Wrap. Auch nochmal 222 Erfahrungspunkte, also wenn das so weitergeht. Ich schicke die jetzt tatsächlich mal noch nicht alle sofort auf die Wiese. Vielleicht, wenn wir die dann nachher nochmal füttern, reicht das ja sogar mit dem Level-Up noch. Und Amadeus hat ein Level-Up und könnte jetzt die Geschwindigkeit auf Gold verbessern. Das wäre natürlich auch ganz cool. Tut er aber auch nicht. Wir bekommen 8-mal rotes Futter. Okay, okay. Aber wir haben jetzt genügend von den Rüben. Die hatte ich ja extra für ihn angebaut in England. So. Lass es dir schmecken. Nochmal 56 Erfahrungspunkte obendrauf. Ja, das ist nicht mehr so viel, was da fehlt. Das sind noch 1500 Erfahrungspunkte, so circa, über den Daumen gepeilt. So, hier würde ich jetzt gerade erstmal noch niemanden weiterschicken. Wie gesagt, vielleicht können wir da gleich noch was bei rausholen. Ja, aber anscheinend ist das Event doch schon vorbei. Weil zumindest bei den Rennen ist nämlich nicht mehr dieses Baumhaus angezeigt. Das wäre natürlich ärgerlich, damit hätte ich das dann verpasst.
Ja, ich bin jetzt unter der Woche leider nicht so oft dazu gekommen zu spielen. Ich habe mich echt jeden Tag nur einmal kurz eingeloggt, um den Login-Reward nicht auslaufen zu lassen. Aber gespielt habe ich nicht wirklich. Das ist dann natürlich, das wäre schade. Aber könnte man nichts dran ändern. Und da habe ich direkt schon wieder ein Geschenk bekommen, sehe ich gerade. Mit 24 weitere? Was? Wie schnell kam das denn? Es sind immer noch die 1800 von eben. Die wurden mir anscheinend nicht richtig angerechnet. So, und hier ist dein Quarter. Aber leider nicht das Quarter, was wir gebraucht hätten. Das klingt wieder so böse, ne? Aber es ist ja so. Wir hätten... Komm, die kauf mal dazu. Wir hätten halt ein Stufe 3 Quarter. Ein Tier 3 Quarter hätte ich jetzt gerne. So, 58 Erfahrungspunkte bringt das nochmal für unseren Adesco. Die Brumbies, die fand ich auch stark. Die fand ich auch stark. Muss ich nochmal gucken, was die nochmal genau für Werte haben. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich mit denen auch mal noch weiter züchten wollte. Aber ich weiß nicht mehr, ob da nur die Geschwindigkeit so hoch war. Oder wie das da aussah. Das weiß ich nicht mehr leider. Oh, Salätchen. Haben wir noch Salat? Ja, wir haben noch 5 Salatköpfe. Wie praktisch. Okay, wie viel bringt uns das jetzt? 79 und Level 10 für unsere gute Niki. Das ist doch auch schon mal wieder nice. Das ist doch auch schon mal wieder sehr, sehr cool. Und von diesen Dingern müssten wir eigentlich auch noch genug haben, von diesen Fruchtmischungen. Ach, guck, du willst sowieso nur eine. Der oder die? Das ist die. Das war Mary. Und Level 6. Und nochmal 63 Erfahrungspunkte obendrauf. Nehmen wir alles mit. Nehmen wir alles mit. So, dann ernten wir hier erstmal ordentlich was. So, oh, das hat sogar noch alles reingepasst. Ich glaub's ja nicht. Warte mal, wir schon. Wir schauen mal gerade, was wir als nächstes wieder anbauen könnten. Davon haben wir jetzt genug. Gras haben wir auch jede Menge. Möhrchen haben wir eigentlich auch noch ausreichend. Mais haben wir nicht mehr so viel. Und Soja haben wir, so wie es aussieht, gar nichts mehr. Ja, dann wird definitiv ja alles mit Soja zugeklatscht. Das versteht sich ja von selbst. Das versteht sich ja von selbst. So. Zack und zack. Wunderbar. So schnell geht das. Und jetzt machen wir hier auf jeden Fall nochmal einen Zuchtversuch. Warte mal, kann ich jetzt schon wieder füttern? Nee, noch nicht. Aber es kann nicht mehr lang dauern. Guck, 20 Sekunden. Die warten wir noch ab, bis wir dann können wir nämlich Amaretto weiter füttern und bekommen dafür nochmal Erfahrungspunkte. Wenn wir dann unsere Quarter beide nochmal gefüttert haben, dann können wir sie wieder in den Zuchtstall schicken und nochmal unser Glück mit einem Tier 3 Quarter versuchen. Das wär so toll, wenn das klappen würde. Ich hätte echt gerne ein Tier 4 Quarter. Wie gesagt, wenn ich das schon freigeschaltet habe, dann möchte ich es halt doch irgendwie irgendwo züchten. So, und damit ist auch Amaretto Level 6 und zieht mit Mary gleich. Yay! Okay, und wie sieht's bei Mary aus? Mary dürfte doch auch langsam wieder Hunger bekommen, oder? Ja, nein, sie will herumlaufen. Herumlaufen ist jetzt gerade eher nicht zielführend, wenn ich züchten möchte. Okay, 17%. Haltet die Daumen gedrückt für Pink. Vielleicht klappt's ja diesmal. Nein, oh, so knapp vorbei. Ich glaub's nicht. Ich will jetzt aber auch keine neuen Diamanten ausgeben, um es nochmal auszutesten. So extrem brauchen wir das jetzt auch gerade nicht. Das muss man dann schon auch noch dazu sagen. So, Adesco, können wir dich nochmal füttern? Komm, ich drücke hier mal eben weiter. So. In den Rennen bekommen wir keine Erfahrungspunkte, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das heißt, das macht jetzt eher da keinen Sinn mitzumachen. So, und du? Wie sieht's aus? Können wir auch gleich nochmal füttern? Überspringe ich einmal kurz die Wartezeit. So, 126. Ja, das ist doch mal schick. Guck, guck, guck. Da sind wir schon fast bei Level 35. Ach, ich würde das jetzt gerne heute noch schaffen. Ich würde das jetzt echt gerne heute noch schaffen. Dass wir hier mal richtig weitermachen können, dass wir nochmal einen Fortschritt haben. Weil ich wollte in der Woche schon noch so ein bisschen weitermachen an für sich und
dann ist es halt, dann wäre es schön, wenn ich das jetzt, wenn ich das mit euch gemeinsam machen könnte. Aber dann wird das halt heute mal eine etwas längere Folge. Guck, 222, jetzt brauchen wir nur noch 1000, ja, keine 1000 mehr. Doch, 1000, 1007 brauchen wir noch. Wenn wir jetzt noch ein paar Mal was richtig Teures verfüttern könnten, das wäre supi. Ja, guck hier, das orangene Futter, das sollte doch auch recht viel bringen. Das ist immerhin auch so ein nobles Futter. 148, ja, immerhin. Immerhin, auch das Gras, das bringt natürlich wieder eher weniger was. So, Amadeus, hast du auch nochmal Hunger? Auf gelbes Futter. Ich weiß, ich beschleunige jetzt wieder hier unnötig mit Diamanten. Ich weiß, ich weiß. Bin wieder unmöglich. 140 bringt das auch nochmal. Das ist nicht mehr viel, Leute. Das ist nicht mehr viel. Aber es dauert jetzt immer so lange, die Pferde nochmal. Hey. Wie sieht's denn aus? Bei den anderen kann ich noch nicht. Die hatte ich jetzt schon alle auf die Wiese geschickt, ne? Habe ich einen Fehler gemacht. Da habe ich einen Fehler gemacht. Wenn ich das hier beschleunige, wie viel kostet das? 22. Nee, bevor ich das mache, dann beschleunige ich hier lieber den Fütterprozess. Das ist mir dann lieber. Komme ich günstiger mit weg, deutlich günstiger. Dann muss ich nur hoffen, dass ich überall noch das Futter habe, was wir brauchen. Ich meine, ich habe ja relativ viel zusammengesammelt, aber es kann natürlich sein, dass ich dann ausgerechnet das nicht habe. So, nochmal 130. Es ist nicht mehr viel. Komm, es ist nicht mehr viel. Warte mal, ich kann mal eigentlich direkt nochmal füttern. Für die drei, weil der... Nein, nochmal neu reinconnecten. Weil dieser Möhrenkuchen oder was das dann nochmal ist, der bringt nämlich auch recht viel. Den haben wir ja heute schon ein paar Mal verfüttert. Jetzt hat mich aber der Ehrgeiz gepackt hier. Level 35 zieht mich jetzt gerade magisch an. Die magische Zahl. 35. So, wir sind zurück in Frankreich. Oder auch nicht. Wir sind zurück schon wieder in der App-Übersicht von BlueStacks, weil ich schon wieder aus Horsehaven rausgekickt worden bin. Danke, lieber Emulator. Ach Mann. Bist doch doof. So, jetzt nehme ich schon ja um die 18 Minuten auf. Also die Folge wird wohl etwas über 20 Minuten werden. Vielleicht auch 25. Ich muss gucken. Ich weiß es halt noch nicht genau. So, aber das dürfte sehr zur Freude von euch sein. Außerdem war die gestern ein bisschen kürzer. Also ist es nur gut, dass sie jetzt heute ein bisschen länger ist. So, und so viel fehlt ja auch tatsächlich gar nicht mehr. Was möchte denn Amadeus fressen? Nochmal. Ah. Okay, das war jetzt nur ein Salatkopf, den wir dazu kaufen mussten. Das war jetzt noch nicht so teuer zum Glück. Aber es hat nur 105 gebracht. Warum hat das nur 105 gebracht? Wir haben noch einen Schokokuchen. Der hat eben 222 gebracht. Und hier bringt er 168. Liegt das am Pferd? Ah, schaut mal, wie wenig da nur noch fehlt. Mit diesem Beschleunigen hier haben wir es dann jetzt aber, glaube ich, oder? Jawohl. Level 35. Das ist sehr, 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 sehr cool. Rang 35, wir bekommen 1600 Münzen, nochmal 5 Diamanten obendrauf, eine weitere Box in Deutschland, eine weitere Box in England, ein weiteres Feld, ich denke mal in England. Und wir haben die Oase in Deutschland, die können wir jetzt weiter aufwerten auf Stufe 3. Ach ja, das bezahlen wir auch aus der Portokasse, das ist ja pff, die Oase aufzuwerten, mein Gott, die kriegt man hinterhergeschmissen. Und was ist das hier? Ist das diese... Ach, das werden diese Salatdinger sein in England, ne? Gucken wir gleich mal, würde ich sagen. Ja, komm. Dann könnt ihr jetzt... Ganz gechillt, Chili Vanilli, könnt ihr auf die Wiese. Jetzt könnt ihr trainiert werden. So. Und wir gehen nochmal eben nach Deutschland. Bauen da eine weitere Box hin. Das ist klasse. Mehr Platz ist immer gut. So, zack, jawohl. Yay! Und die werten wir auch direkt auf.
Mach mal direkt, mach mal überhaupt kein Federlesen drum. Wie war es? 800 auf Stufe 2. Meine Güte, meine Güte. Das ist Wahnsinn. Das ist Irrsinn. Okay. Und hier können wir jetzt auch noch genau eine weitere. Kann ich noch gar nicht aufwerten. 36, dann kann ich sie aufwerten. Ich kann die bislang nur auf Stufe 2 aufwerten, die Boxen. Mach mal auch mit der hier direkt. Und genau, hier können wir jetzt das 6. von 6 Feldern noch hinklatschen. Und die hier, nee, die können wir, das ist das noch nicht, was wir aufwerten können. Was war das denn, was wir dann noch bekommen haben? Der Salathof ist es, glaube ich, nicht gewesen. Kann ich das denn sehen? Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Gut, ihr Lieben, aber an dieser Stelle verabschiede ich mich dann auch für heute. Vielen lieben Dank euch fürs Zuschauen. Endlich nochmal ein Fortschritt. Wir haben gemeinsam Level 35 erreicht. Und damit macht's gut. Wir sehen uns nächste Woche Samstag wieder. Bis dahin. Tschüss.